Hallo, liebe Leute. Ich habe heute ein etwas anderes Video. Und zwar ist das mehr was Privates. Das wird für mich kein einfaches Video. Das muss ich so mal sagen. Deshalb ist das hier ein kompletter One-Take. Und ja, es erzählt was aus meiner Vergangenheit. Warum ich dieses Video mache, das hat mit einem Video von Max Cameo zu tun. Ich werde euch den mal verlinken. Das ist ein, ja, ehemaliger Bordellbetreiber aus der Szene und der war auch ganz unten und hast du nie gesehen. Naja, wie auch immer. Hat sehr interessante Videos auf jeden Fall zum Nachdenken anregen. Ja, das bringt mich jetzt auf den Punkt, wo ich angefangen habe. Und zwar war es damals so, ich habe ja damals bei meinen Eltern gewohnt, bin dann irgendwann ausgezogen. Da fing das Ganze eigentlich an. Und zwar bin ich damals mit einem damaligen Freund, muss man mal so sagen, in eine WG gezogen. So, dann fing der Terror an. Wohlgemerkt, der Terror. War damals schon Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslosengeld 2, wie es damals hieß. Das war so um, war das, muss das gewesen sein? 2002, 2003, so um den Dreh muss das gewesen sein. Naja, wie auch immer. Jedenfalls fing dann der Terror an. Wir haben Internet bestellt und er hat bei mir das Internet andauernd abgestellt, hat bei mir mitten in der Nacht an der Tür geklopft und hast du nicht gesehen. Ja, dann wurde das Essen von mir aus dem Kühlschrank genommen und hast du nicht, ich so, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich war fertig. So, dann haben meine Eltern dafür gesorgt, dass ich halt eine neue Wohnung kriege. Das war dann in einem Dorf. War eine schöne Wohnung, etc. pp. So, kleinen Moment, entschuldigt. War auch, wie gesagt, eine schöne Wohnung. So, dann kam damals meine damalige Freundin auch. Ja, da habe ich es dann wieder schleifen lassen. Was heißt schleifen lassen? Es gab da Probleme mit den Bussen. Das war das Problem. Und zwar habe ich, man kriegt ja ab und zu mal Termine beim Jobcenter oder AGE, wie es damals noch hieß. Und die waren aber zu so Zeiten, dass ich da nie hin konnte. Das war das Problem. Das Ding war nämlich, es ist morgens ein Schulbus gefahren. Wohlgemerkt, nur ein Schulbus. Ja, morgens um kurz nach 7 oder so. Mit denen hätte ich fahren müssen. Mit denen durfte ich aber nicht fahren. So. Und die Termine waren so, dass ich glaube, da fuhr alle 2, 3 Stunden mal ein Bus. Das war total beschissen. Ich glaube, ich habe einen Termin um 9 gekriegt oder so. Das heißt, der nächste Bus wäre, ich glaube, um 9:30 oder so gefahren. So. Und dementsprechend hätte das gar nicht gepasst. So. Bumm. Erste Sperre. 10%. Ne? Wenn du Termin nicht kriegst, 10% Sperre. So. Das habe ich dir auch alles geklärt. Ja, sie können ja laufen. Ja, natürlich. Ich latsche die Landstraße lang oder was? Ich bin ja auch bekloppt. Weißt du? Ich meine, ich habe das mal gemacht, so ist das nicht. Aber das war dann meistens, wenn ich einen Bus verpasst habe, von eben, wo ich einkaufen gegangen bin. Das war eben ein Ort weiter. War eine Kleinstadt. Und da bin ich dann eben einkaufen gegangen, meistens im Kaufland oder so. Und dann zurück habe ich dann meistens den Bus öfter verpasst und dann so, musst du latschen. Ja, musst du dann wohl. Ne? So, aber eigentlich darfst du ja gar nicht auf der Landstraße durch die Gegend latschen. Ne? Davon mal abgesehen, dass das, ich glaube, 7 oder 8 Kilometer waren das gewesen. Ne? Ja, das war dann halt die Begründung, dass ich halt immer eine Sperre gekriegt habe. Und irgendwann war das halt so weit, dann kam die 100% Sperre. Bumm. Das heißt, keine Miete. Keine Miete, kein Strom, keine Nebenkosten, keine Heizkosten, nix. Nada, niente.
So, dementsprechend hat dann meine Freundin Schluss gemacht, weil ich habe dir das auch nicht wirklich erzählt, ne? Ist ja irgendwo logisch. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe erst jedenfalls nicht erzählt. Ich habe die Zigarette ausgegangen. Dann bin ich nach Malle. Ihr merkt, nach Malle. Ja, dazu kommen wir gleich. So, dann bin ich nach Malle geflogen. Das haben meine Eltern alles damals bezahlt. Um da irgendwas zu kriegen. Ja, das kam nicht von mir, das kam damals von meinen Eltern. Naja, jedenfalls war ich dann da direkt in El Arenal und ich denke so, wo findest du jetzt hier einen Job? Das ist nämlich ja nicht so einfach, wie es manchmal klingt. Ne? Es gibt da Jobs, aber das sind Saisonjobs. Spanien ist nämlich so aufgebaut, also zumindest in Malle, dass alles nur Saisonarbeiter sind. Ja? Das heißt, die arbeiten von April, Mai, das kommt immer drauf an, bis September, Oktober, dann ist Feierabend. Ja. Und Oktober, das ist schon ganz spät, also eigentlich August, September so rum. So, und da gibt es auch sowas wie ein Arbeitslosengeld, existiert da nicht. Wenn du kein Geld hast, dann hast du kein Geld, dann hast du Pech gehabt. Da ist es auch so, da musst du dann eine Aufenthaltserlaubnis erstmal beantragen bei der Polizei. Da musst du alles bei der Polizei. Ob das jetzt neues Kfz-Kennzeichen ist, ob das Ummelden von deinem Pass ist oder eine Aufenthaltsgenehmigung, Polizei. Ganz komisch. Ab nach Palma, Polizei. Naja, wie auch immer. Dann habe ich einen Job gefunden und zwar war das in einem Callcenter. Jetzt wird jeder denken, ach du Scheiße. Ja, war auch scheiße. Das muss man mal so sagen, wie das ist. Weil ich musste Leuten Lotto aufschwatzen. Und ey, das, nee, ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht. Das war überhaupt nicht mein Fall. Ich kann nicht Leuten irgendwas aufschwatzen, wo ich selber sage so, boah, nee, das ist doch alles eine linke Nummer. War auch eine linke Nummer, natürlich. Ne? Und du hast für jeden abgeschlossenen Auftrag hast du, was waren es damals? Ich glaube 15 oder 20 Euro nochmal extra gekriegt, Cash, wohlgemerkt. Und am Monatsende hast du dein Geld auch Cash bekommen. Da ist nichts mit Konto. Läuft nicht. Ja? Das heißt, also, das war im Prinzip alles Schwarzarbeit. Ne? Aber das ist ja Spanien, da ist alles ein bisschen anders. So, dann haben die Leute damals vom Megapark Geld gesammelt, dass ich wieder zurück nach Deutschland komme. Ja. Sprich, ein Billigflieger für, ich glaube, 25 Euro oder so, bumm, ab. Zurück nach Deutschland. Davor habe ich schon mit einer Kollegin, einer Freundin telefoniert aus Kiel. Sagt sie, yo, komm her, wir machen das schon. So, okay, kriegen wir hin. Gut. Ich ab nach Deutschland, nach Frankfurt, damals mit Air Berlin. Und von da aus dann schwarz bis nach Kiel. Ja, mit dem ICE. Keine Kontrolle. Hab ich ein Schwein gehabt? Das gibt's gar nicht. So ein Schwein kann auch nur ich haben. Ey. Schwarz nach Kiel fahren, von Frankfurt aus. Da bin ich gefahren, oh, frag mich nicht, 6, 7 Stunden, ich habe keine Ahnung. War jedenfalls eine lange Zugfahrt. Jedenfalls kam ich da an, da war ich bei der Freundin und dem damaligen Freund damals habe ich da gepennt für, ich glaube, 2, 3 Wochen. Und in der Zeit findest du halt keine Wohnung. Das ist ganz schwer, wenn du nichts hast, wenn du ummelden musst, etc. Ich musste, oh, das war ein Hickhack. Muss ich zum Jobcenter mich da ummelden? Das ist aber nicht so einfach. Dich mal eben ummelden, das geht nicht so einfach. Nee, weil, das ist mich beim Jobcenter ganz komisch. Du musst dich erst beim alten Jobcenter abmelden und dann musst du einen neuen Antrag beim neuen Jobcenter in dementsprechend Kiel stellen. So, sage ich, ja, sollen Sie das machen? Ja, dann müssen Sie zu Ihrem alten Jobcenter gehen und sich da abmelden. Ich sage, klar, ich laufe mal eben 500 Kilometer, das ist ja kein Thema, ne? Kriege ich ja hin.
hab ja trotzdem kein Geld, ist ja egal. Ne? Ja, dann müssen Sie gucken, wie Sie es machen. Naja, schön. Und jetzt? Ja. Naja, dann bin ich zur ZBS in Kiel. Das ist die zentrale Anlaufstelle für Obdachlose. Und zentrale Beratungsstelle. Naja, jedenfalls haben die das dann für mich gemacht, diese Ummeldung, beziehungsweise die Abmeldung vom alten Jobcenter und die Anmeldung beim neuen. So. Dann musste ich leider da raus bei der Freundin aus der Wohnung. Weil, naja, ist ja irgendwo logisch, ne? Irgendwann geht es halt nicht mehr. Weil der Freund halt, das war ein Freund die Wohnung, und der sagte, hier, das geht nicht mehr. Ich so, gut. Habe ich geguckt, wo kannst du jetzt übernachten? Ne? Dann habe ich durch Zufall, das heißt durch Zufall, ich bin an Bahnhof, Bahnhofsmission, ich sage hier, so und so sieht's aus. Ich weiß nicht, wo ich pennen soll. Ne? Ich bin obdachlos, etc. pp. Ja, dann bin ich halt, dann haben die mir eine Stelle gegeben, das war in der Kirche drin, ja, das klingt jetzt doof, in Kiel. Und da ist halt eine Notunterkunft für Obdachlose, für zwei Personen. So, gut, dass frei war, dann hatte ich Glück. Ich musste mich natürlich an gewisse Regeln halten. Das heißt, ich konnte da abends um 19 Uhr konnte ich da rein und morgens um 6 musste ich wieder raus. Und zwischendurch konnte ich da auch nicht rein. So. Ja, dann habe ich durch eben auch dadurch dann eine Wohnung gekriegt. Das war damals in der Holtenauer Straße, direkt neben dem Sky. Das war halt Wohnung, das war ein Apartment, 22, 23 Quadratmeter. Ach nee, auch davor hatte ich noch eine Wohnung. Ach, ganz vergessen. Davor hatte ich eine Wohnung oben in Holtenau. Kiel-Holtenau oben. Das war ein Dachgeschoss. Ganz beschissen, ja. Das war ja nicht wie ein Dachgeschoss, wie man das normal kennt, man läuft die Treppen hoch, bla bla. Nee, das war ein ausgebautes Dachgeschoss. Also ein Dachstuhl. Ja, das heißt, du hast diese ganz uralte Treppe gehabt, die du ausfahren kannst. So, da habe ich dann gewohnt für 2, 3 Jahre, glaube ich. Wenn überhaupt. Ja, dann hieß es, alle müssen raus aus dem Haus. So, wird jetzt. Ja, die war ja nur am Umbauen und ich denke so, was ist hier los? Ja. Ja, und dann irgendwann kam von jetzt auf gleich raus. Ich so, wie jetzt? Ja, raus. Ich so, ja, Moment mal. Ja, ich habe ja einen Anspruch auf 3-monatige Kündigungsfrist. Nee, haben sie nicht. Ich so, alles klar. Die passt schon, wa? Naja, dann war es halt so, ich hatte, glaube ich, eine Woche Zeit, eine neue Wohnung zu finden. Ja, macht das mal, das ist gar nicht so einfach. Das geht mir nicht gar nicht, eigentlich. Ne? Naja, wie auch immer. Dann hat der Typ, der Vermieter, mir meine ganzen Klamotten, die in meiner Wohnung waren, ja, Computer, Konsolen, Schränke, alles mögliche, alles stand auf einmal unten an der Straße. Ich so, was denn jetzt kaputt? Ja, komm nach Hause, da steht der ganze Kram. Ich so, was denn hier los? Ja, strömender Regen. Ich denke so, ey, Alter, was geht denn jetzt ab? Ich will unten rein. Schlüssel passt nicht. Ich so, wie jetzt? Was denn jetzt los? Ja. Ich meinen Vermieter angerufen. Ich sage hier, so und so sieht's aus. Was denn los? Ja, ich habe die Schlösser ausgetauscht, weil du musstest hier raus. Ich sage hier, so geht das aber nicht, ne? Ja, ist halt so. Naja. Ich dann zu einem Anwalt. Ich sage, so sieht's aus. Ja, ich kann dir leider nicht helfen, weil, klingt jetzt ganz doof, aber du bist leider ein Hartz-IV-Empfänger. Ja, so war das dann eben. Ja, wieder obdachlos. Selbe in Grün. So, ich habe das Nötigste dann zusammengepackt, ja. Inklusive der PS3 war es damals. Ja, alles zusammen in den Koffer und zack. Ab. Wieder zur Kirche. Selbe nochmal. Ich denke so, ey, das gibt's doch nicht. Schon wieder dahin. Ja, der denkt auch, ey, Stammkunde oder was. Naja, da wieder in die Notunterkunft reingekommen.
und eine neue Wohnung dann gekriegt. Das ging auch relativ flott, innerhalb von, ich glaube, 3 Monaten oder so hatte ich dann eine neue Wohnung. Das heißt flott, aber für einen Obdachlosen ist das relativ flott. Das war dann damals in der Holtenauer Straße in Kiel. So, da habe ich relativ lang gewohnt. Das waren, oh, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre müsste das gewesen sein. Und dann haben die da umgebaut. Ich so, was ist denn hier los? Ja, dann kriege ich auf einmal einen Brief. Ah, sie haben ein Jahr Zeit, ich hatte ein Jahr Zeit, wohlgemerkt, sich eine neue Wohnung zu organisieren. Eigentlich ist das ja, eigentlich muss das ja der Vermieter machen, ne? Wenn der aufgrund von Baumaßnahmen sämtliche Mieter rausschmeißt. Da sind dann alle nach und nach sind ausgezogen. Aber war ich dann der Letzte eigentlich, der noch drinnen war, eine Woche lang. Und dann war aber irgendwann Feierabend. Ich musste dann wirklich raus. Das ging gar nicht mehr. Weil die haben auch das Treppenhaus abgesperrt. Du kamst da gar nicht mehr rein ins Treppenhaus. Es sei denn, die Bauarbeiter waren da. Ging gar nicht. Naja. Da war auch ein Arzt drin, der, beim Arzt ging auch nichts mehr, also der musste auch umziehen. Ich so, ey, das geht jetzt ab. Finde mal, das ist in Kiel, das klingt immer so blöd, aber in Kiel ist das gar nicht so einfach, eine Wohnung zu finden, weil Kiel ist eine Studentenstadt. Und viele Wohnungen, so, ah, kannst sagen, 70% sind Studentenwohnungen, was du da so findest. Und das ist das Problem dann. So, ich so, ey, was machst du jetzt, ne? So. Und dann habe ich Kontakt zu meiner Halbschwester bekommen. Ja, wollte ich eigentlich nie haben, aber ich habe dann halt diesen Kontakt eben gehabt. Und die sagt, ey, komm nach Hamburg. Ich so, hey, mach ich, krieg hin, wa? So, dann habe ich erstmal vorher mir Geld angespart, dass ich meine ganzen Klamotten, die in meiner Wohnung sind, eben einlagern konnte. So, das habe ich dann eingelagert bei so einem Transportunternehmen eben, die eben sowas machen. Und hat mich dann noch 73 € gekostet, die Einlagerung. Und nochmal jeden Monat auch 30 oder 40 €. So, dann bin ich nach Hamburg gefahren zu meiner Halbschwester. Da versucht irgendwie eine Wohnung zu finden. Und das kannst du ja voll vergessen. Hamburg kannst du ja voll knicken. Das kannst du ja voll vergessen. Da habe ich mich da erstmal umgemeldet beim Jobcenter. Das war auch wieder so ein Hickhack. Und ach, hör doch auf. Naja. Dann, ich so, dann, boah, da kam ja noch der Brüller, kam der nächste. Ne? Ich dachte so, ey, das hört ja gar nicht mehr auf. Kam der nächste und der nächste Punkt, ey. Sorry Leute, ich muss mir mal eben ein Zigarettchen anmachen. Ey, bin noch nicht fertig. Dauert noch so, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten. Wird es noch ungefähr in Anspruch nehmen. Ich dachte, das wird ein anderes Video als sonst. Naja, jedenfalls, dann musste meine Schwester komplett ihre Wohnung renovieren. Ich so, wo soll ich jetzt hin? Ja, musste gucken. So, wird mich jetzt verarschen, oder? Nee, ja. Ja, die hatte ja auch 2 Kinder, also 2 kleine. 2 Mädels, ein jüngeres war damals 8 müsste die gewesen sein und die große war 17 oder 16, so in den Dreh rum. Naja, sie konnte ja mit ihren kleinen, das heißt klein, mit ihren Kindern konnte die halt in so ein, ja, betreutes Wohnen oder was das war, ich weiß nicht mehr. Das war jedenfalls so unten. So eine Woche oder so war die dann jetzt da. Dann haben die komplette Wohnung renoviert. Und ich hab gedacht, so, wo gehst du jetzt hin? Was machst du denn jetzt? Ne? Ich hatte einer Freundin aus Dortmund erzählt. Die so, ey, komm nach Dortmund, wir machen das schon. Ich so, gut, nicht lange nachgedacht. Ne? Und gesagt, getan. Ne? Alles zusammengepackt, buff, zack. Ja, und nach Dortmund. Aber diesmal nicht schwarz. Also, doch, schwarz. Habe kein Geld gehabt. nicht viel zumindest. Weil ich musste ja auch ein bisschen was abdrücken an meine Schwester, ne? Logischerweise. So, dann zu der Freundin nach Dortmund. Wo ich jetzt wohne. Nach Aplerbeck, in der hat die gewohnt. Und da habe ich dann
3 Wochen gewohnt. Ja, nicht sogar 4, ich weiß nicht. Jedenfalls kam mir eine Oberkracher. Ich so wieder umgemeldet, wieder so ein Hickhack. Und ach, so darauf. Naja, jedenfalls, da habe ich ja dann Hartz IV dann auch gekriegt. Das hat alles soweit geklappt, hat nicht allzu lange gedauert. Das ging relativ schnell, die Ummeldung. Und dann hieß es aber, ja, du musst raus. Ich so, wie jetzt? Ich muss raus. Ja, du musst raus. Ich habe keinen Bock, hier aus der Wohnung zu fliegen und bla bla. So, du hast eigentlich Anspruch, 4 Wochen, ja, 4 Wochen lang jemanden in deiner Wohnung zu haben. Ja? Und wenn es Familienangehörige sind, sogar noch länger. Weiß gar nicht, wie lang. Ist auch egal. Jedenfalls ist so die Rechtslage. Naja, hey, mir egal, bla bla. Ja, wieso? Ja, du musst jetzt raus. So, okay. Ich geh dann mal, wa? War dann irgendwie 2, 3 Tage bin ich noch geblieben und dann musste ich gerade raus. Das Kuriose war ja, ich hatte ja schon eine Wohnung. Ich sah hier, Maria hieß die, ich habe in 2, 3 Tagen habe ich eine Wohnung. Ja, genau am 1.10. Das weiß ich noch. 2017? 18? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 17. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, müsste 17 gewesen sein. Naja, wie auch immer. Dann bin ich zu dem Vermieter hin. Ich sage, hier, ich bin jetzt obdachlos. Kann ich nicht schon vorher rennen? Ne? Ja, ich kann dich 2 Tage vorher, kann ich dich reinlassen, aber vorher nicht. Ja, gut. Kriegen wir irgendwie hin, wa? Ja, dann jedenfalls hat die mich genau, jetzt kommt nämlich der Oberkracher. Genau an meinem Geburtstag hat sie mich aus der Wohnung geschmissen. Am 28. September 2017. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war der Oberkracher. Ja, und dann habe ich 2 Tage wirklich draußen gepennt. Ja, bis zum 30. Ja. Am 30. hat mich dann der Vermieter angerufen, sagt hier, kannst reinkommen, komm. Hab keinen Bock, dass du da draußen pennst, ne? Naja, bin dann darin. Er hat mir die Schlüssel gegeben und Mietvertrag haben wir dann halt später gemacht. Dann bin ich Jobcenter, hab den Mietvertrag gegeben und so weiter und so fort. Ach, das war auch nicht. Ach, das war ja ein Hickhack. Ach, hör mich auf. Die Ummeldung beim Jobcenter, das war ja ein Rotz hier in Dortmund. Leck mich am Arsch. Ja. Da muss ich erst zum Jobcenter, also die Dortmund kennen und die Jobcenter, das ist ein totales Durcheinander. Erst bin ich zum Jobcenter, dachte ich, okay, da habe ich noch ein Ablabeck, da war ich noch ein Ablabecker der Freundin. Zu dem, was für Ablabeck zuständig ist. Dann sie, nee, da sie obdachlos sind, zählen sie eigentlich für Stadt. Und da sie ja umziehen, müssen Sie eigentlich zu einem ganz anderen Jobcenter? Königshof unten am Bahnhof. So, ich dahin? Und so, ja, Sie sind ja falsch. Ich sage, wieso bin ich falsch? Ja, Sie wohnen ja noch in Aplabeck. Ich sage, ja, ist richtig. Ja, dann müssen Sie zum Kaiserhain. Ich sage, die haben mich hierhin geschickt. Ich wieder zum Kaiserhain. Mit dem neuen Antrag. So. Kaiserhain ruft da beim Königshof an. Die sagen hier, bla bla bla, hast nicht gesehen. Ja, der war bei uns falsch und ist hier auch falsch und hast nicht gesehen. Ich sage, wird das heute noch was? Und die so, ja, fahren Sie mal wieder zum Königshof. Ich sage, wer bezahlt mir die ganze Rotze hier? Die ganzen Fahrtkosten? Ja, niemand. Ich sage, ja, ist ja prima. Ja, ist ja ganz schön. Naja. Wieder Königshof, Nummer ziehen, nochmal. Dann kam das Beste, was mir je passieren konnte. Wirklich das Beste. Da musste ich zur Finanzabteilung, weil es ging ja hier um Knete. So. Habe ich die beste Vermittlerin bekommen, die ich je bekommen konnte. Die hat das innerhalb von 2 Stunden hat die das bearbeitet
Und dass ich direkt Geld gekriegt habe über einen Kassenautomaten. Ich so, oh, ich hätte es am liebsten abgeknutscht. Ja? Das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass ich unten, wo ich die Nummer gezogen habe, oder in den Raum musste, an den Platz, dass ich da direkt vom Chef saß, von dem ganzen Scheiß da unten, vom Jobcenter Königshof. Und der hat das dann veranlasst, dass das eben innerhalb von ein paar Stunden dann durchgeht. Und ich so, boah, geiler Scheiß. Richtig geiler Scheiß, ja. Und der hat auch gesagt, wenn wieder was so ist, dann verlangen Sie nach mir und dann klären wir das direkt. Ich sag, boah. Ich sag, Jobcenter hin oder her, ja, aber wenn du einen richtigen vor dir hast, wirklich einen richtigen, meistens den Chef, dann klappt das auch. Und das war das Beste. Naja, dann bin ich hier halt in die Wohnung eingezogen. Ja, seitdem wohne ich hier. Ich bin immer noch Hartz-IV-Empfänger. Ja, das muss ich dazu sagen. Arbeite nebenbei aber in der AGH, einer Arbeitsgelegenschaft für Arbeitsgelegenheit, für 2 Euro die Stunde. So, nur dass ihr wisst. Das heißt, ich kriege im Monat so um die 240 Euro nochmal extra zu den 426 oder was es sind, keine Ahnung. Und ja, ne? Ja, das war mehr oder weniger meine Lebensgeschichte von, oh, wie viele Jahre sind das jetzt gewesen? 2002? Ja, über 15 Jahre. Ja, fast 20. Ja, gut, 18, wenn man so will. Ja. Das so viel dazu und hier gibt es doch kein Outro oder sonst irgendeinen anderen Kack. Das ist ein One-Take, wie gesagt. Und es war für mich jetzt nicht ganz so einfach. Und diese Story, die wissen eigentlich, ja, eigentlich fast niemand weiß das. Da mein Kanal aber sowieso nicht so riesig ist, werden das sowieso nicht so viele jetzt hier mitbekommen. Aber ja, es ist eine Lebensgeschichte von mir und ja, bringt mich immer wieder runter, mehr oder weniger. Aber wenn ich dann sehe, wo ich jetzt bin, dann bringt mich das wieder hoch, wenn ihr versteht, was ich meine. Klar muss ich gucken, wo bleibe ich, etc. Muss gucken, dass ich mir die PS5 irgendwie leisten kann und hast denn hier sehen. Aber ja, ne? Ich muss es halt irgendwie schaffen. Geht halt nicht anders, ne? Ich habe im Monat, ja. Ja, wenn es hochkommt, so um die 200, 300 Euro, so zum Essen und so. Ja, weil ich muss ja Miete mit abziehen, ich muss ja Telekom, also was heißt Telekom, Vodafone mit abziehen für Telefon, Internet. Ne? Und dann kommen halt noch andere Kosten, wie Versicherung, also meine Haftpflichtversicherung und so anderen Kram halt. Also, da sind dann mal eben 400, 400, 100, 150 Euro weg. Ne? Ja, ne? Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, geh doch zur Tafel. Ja, das würde ich ja auch gerne machen. Das Problem ist aber, die Tafel ist bei mir nicht gerade um die Ecke. Ne? Wenn du jetzt zur Tafel gehst, dann nimmst du eigentlich schon einen ganzen Arsch voll mit und nicht nur irgendwie so einen Sack voll, so eine Tüte voll. Deswegen. Und die Wartezeiten bei der Tafel, die sind extrem. Ich bin einmal da gewesen, ich sag so, boah, kommst du gar nicht mehr hier weg. Habe ich irgendwie 4 Stunden oder so gewartet. Ich denke so, boah, nee, bevor ich das nochmal mache, ey, scheiße ich da drauf. Naja, jetzt bin ich halt auf der Arbeit, fast jeden Tag, Montag bis Freitag, von 7 bis 13 Uhr. Und ja, geht schon. Ja, sind 6 Stunden am Tag. Ja, 6 Stunden? 8, 9, 10, 11, 12, ja. Ja, das. Ja, wie gesagt, das war meine Story und wenn ihr da irgendwas zu erzählen habt oder eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder wenn ihr da eine Meinung zu habt. Ja, ich bin auf vieles nicht stolz, aber es ist halt so passiert und nur durch sowas. Ja, wird man vielleicht schlauer im Leben. Ja. Na gut, das war's jedenfalls von meiner Seite und ja, wenn es dir gefallen hat, gerne Däumchen. Ansonsten halt nicht. In diesem Sinne.
Tschüss.